Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Kampfplaza Part Nummer 4. Wir befinden uns immer noch in Kampfplaza und haben das Team vom letzten Mal dabei mit Surengard, Alola, Kokobei, Tektas, Fuego, Wolverock und Pampros. Falls ihr das Team noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall den letzten Part an. Dort konnte ich auf jeden Fall einiges davon zeigen. Und in diesem Part wollen wir damit weiterkämpfen. Und ja, genau. Wir haben auf jeden Fall dabei Überreste Pampros, Choice Scarf, Wolverock, Choice Band, Fuego, Assault Vest, Tektas, Citrus Berry, Alolan Kokobei und Schwächenschutz, Weakness Policy, Durengard. Okay. Ich hoffe, diesmal haben wir mehr Glück, dass wir schneller einen Gegner finden, ja, als wie beim letzten Mal. Aber schauen wir einfach mal. Wenn es zu lange dauert, werde ich wieder einen Cut machen, dich siegen, ja. Für euch macht das keinen großen Unterschied, nur ich muss hier sitzen und lange warten. Aber so wie es aussieht, dauert es ein bisschen Kampf jetzt, genau hier. Jetzt. Okay, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich, damit es hier schneller vonstatten geht. Und wir haben einen Japaner gefunden. Ich habe jetzt vorgenommen, ich werde einfach in Zukunft immer schneiden, bis wir einen Kampf gefunden haben. Ich denke, dann soll das besser klingen. Und er spielt ein Regenteam, bestehend aus Knackrack, Viscogon, Panzer-Aeron und Metagross. Die Leute sind so langweilig teilweise. Und Mimikma. Durengard macht auf jeden Fall gute Arbeit. Und Tektas geht auf jeden Fall auch klar, denke ich. Ja doch, Tektas geht auch klar. Gerade im Regen mit der Wasserdüse ist es sehr nice. Und eventuell Wolverock oder, nee, Pampros nicht. Fuego geht halt auch nicht. Wir lieben mit Wolverock, weil ich denke, dass er mit Pelipper leadet. Ich denke, das sollte passen. Ja. Aber die Leute, wie gesagt, sind teilweise so. Ich finde es. Also, okay, ein Regenteam mit Pelipper kann ich nur verstehen. Da würde ich mir aber trotzdem ein paar mehr Alola-Mons wünschen. Aber wenn man sowas spielen möchte, dann kann man auch in den Oras. Nee, Oras-Kampflaser gibt es gar nicht mehr. Ja, trotzdem. Das ist halt. Nicht cool. Nicht cool. Okay. Aber schauen wir einfach mal, wie wir uns dagegen anstellen. Ich hoffe mal, ich spiele kein Lead Garchomp. Da hätte ich ein kleines Problem. Gegen Garchomp ist mein Dings komplett aufgeschmissen. So viel dazu. Ich überlege vielleicht noch die Rocks rauszuholen für seinen Pelipper, damit Tektas alles besiegen kann. Wir sind wie gesagt gescarft und ich habe halt leider keinen Switch in den Garchomp. Außer eventuell Tektas in seinen EQ. Aber falls er für den Drachenattack geht, aber womit ich aber eigentlich nicht rechne, weil wir Durengard haben. Lege ich die Rocks noch raus. Komm, ich gehe raus und take das und predicte seine EQ. Das wird schon schief gehen. Wenn er die Rocks rauslegt, ist das auch voll okay, oder? Ja doch, das würde vollkommen okay sein, wenn wir jetzt dann in Tektas rausgehen. Und er geht für Erdbeben, okay, alles gut. Wie viel Damage macht es? Ja, das ist ein Garchomp und das macht so wenig Damage. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich hoffe, er ist nicht Robert Bollenheim. Wir gehen hier aber trotzdem für den Überrumpler. Weil ich nicht möchte, dass er mich mit der Drachenklaue safe unter die 50% bekommt. Aber er wechselt sogar raus und geht in sein Panzer-Aeron. Okay. Ja, das fängt natürlich unseren Überrumpler richtig gut ab. Die ist halt eine Stab-Kiefer-Attacke, müsst ihr wissen. Die ist halt ziemlich nice. Und er hat den Bollenheim. Das ist nicht cool. Sind wir schneller mit Aqua-Durchstoß? Glaube nicht, ich gehe trotzdem für den Aqua-Durchstoß. Ich hoffe, er spielt kein Brave Bird, weil damit wird er uns unter die 50% bringen. Aber wir haben immer noch Durengard in der Hand und dann könnten wir uns mit Autotomie hochboosten. Toxin, okay. Vollkommen okay. Aqua-Durchstoß wird ihm auch immensen Schaden zufügen, glaube ich. So, Aqua-Durchstoß kommt, bam. Ja, immensen Schaden, oh ja, aber wir werden rausgeswitcht, von daher passt es. Ihr Rückzug aktiviert sich. Und nun haben wir einen Free Switch. Das war natürlich erst mein Plan. Einen Free Switch in den Durengard und können unsere Initiative hochboosten. So, würde ich sagen, machen wir das Ganze mal. Er könnte Wirbelwind spielen. Was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Oder Bulle, aber ich booste mich hier mit Autotomie hoch, damit wir dann gleich Garchomp outspeeden können. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut, ne? Wenn wir Garchomp outspeeden. Beziehungsweise ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Weil dann aktiviert sich ja unser Taktikwechsel sofort. Und das wollen wir ja nicht. Stachler, okay. Das ist kein Problem.
Wir nehmen ihn jetzt mit Spukball aus dem Spiel. Ich habe eine Idee. Alles safe. Ich habe tatsächlich eine ziemlich gute Idee. Wir besiegen jetzt Panzerion hier mit Spukball. Und gleich, wenn Garchomp reinkommt, gehen wir auf Königsschild, damit wir wieder in der Schildform sind. Und dann drücken wir auf sein EQ nochmal Autotomie, damit, als ob er das überlebt. Ja, okay, Ward war ein schlechter Play von ihm. Gehen wir nochmal für Autotomie, damit wir nicht in die Angriffsform wechseln. Und dann aktiviert sich unser Schwächenschutz und wir können daraufhin Garchomp besiegen, außer er ist gesashed, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Aber das ist der Plan, den wir jetzt gerade aktuell haben. Selbst wenn er überleben sollte, wir kriegen auf jeden Fall safe einen Hit raus. Und dann kann Wolverine mit seinem Scarf auf jeden Fall einfach Stein in Kante drücken. Und dann das, okay, wechselt sogar raus. In was geht der? Er hat Mimikma. Okay. Folgendes. Ich habe Angst, dass er für einen Z-Platscher oder für einen Schwertanz geht. Deswegen drücke ich nochmal Spukball. Shadow Sneak so wird uns nicht killen. Aber bevor er sich jetzt gleich setupt, er wird nicht für Schattenstoß gehen. Ich habe Angst, dass er sich setupt. Deswegen hier der Shadow Ball. Weil wenn er jetzt denkt, okay, er prediktet mein Königsschild und geht für Z-Platscher oder Schwertanz, dann macht er mir halt super viel Damage mit Schattenstoß. Und den Damage darf ich nicht fressen, deswegen er geht nicht für Shadow Sneak, wen für Spukball. Und Mimikma geht down. Sehr nice, okay. Das hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders überlegt. Beziehungsweise anders vorgestellt, aber das passt auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt gleich Knacker... Okay, Knacker kommt rein. So, ihr kennt die Strategie. Erst Königsschild. Dann nochmal Autotomie, damit wir hinter der Schildform bleiben und unser Schwächenschutz aktiviert wird und wir Knacker safe killen können. Das ist der Plan. So, Taktikwechsel. Zack. Und er geht für... Ich hoffe, er geht für EQ. Die Rocks wären auch okay. Erdbeben. Okay, perfekt. Er will wirklich für EQ gehen. Und jetzt, wie gesagt, nochmal Autotomie. Das ist der Plan. Ich glaube, das sollte passen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay, wir gehen nochmal für Autotomie. Und er geht für... EQ, EQ, EQ. Ja, nice. Und den sollten wir tanken. Als ob. War das ein Crit? Als ob wir das nicht tanken. Okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich gehe und tank das. Ah, fuck. Und jetzt ist eine 50-50. Gehe ich für Aqua-Durchstoß und predikte seinen Panzer-Aeron? Oder gehe ich für Überrumpler und mache seinem Knacker noch so viel Damage, wie ich kann? Ich gehe für Aqua-Durchstoß. Ich glaube, dass er rausgehen wird. Ja, okay, sehr gut. Und ich denke... Aber ich glaube, den Kampf haben wir trotzdem verloren. So, Aqua-Durchstoß kommt... Ja, das macht zu wenig Damage. Schade. Okay, nee, den Kampf können wir nicht mehr gewinnen. Wenn wir den... Wenn der EQ nicht gekillt hätte, dann wäre das so gut gewesen. Aber ja, ohne KP-Investment und so weiter killt es halt. Und... Hey, jetzt geht er natürlich für Ruhrort, ne? Kennen wir ja. Ich gehe nochmal für Aqua-Durchstoß, weil Wasserdüse hätte halt safe nicht gekillt. Ich hätte vielleicht noch mit Crit hoffen können, aber nee. Wir gehen hier für Aqua-Durchstoß und müssen uns jetzt mit Wolverock in die Steinkante locken. War das ein Crit? Nee. Wir müssen uns jetzt hier in die Steinkante locken, damit wir Panzer-Aeron-Norm bekommen. Und das heißt, dann verlieren wir gegen Knackrack. Ah, schade. Ah, das wäre so gut gewesen, wenn es funktioniert hätte. Aber okay. Schade, schade, schade. Okay, Wolverock. Stachler, ja, ja, bla, bla, bla. Ich muss für Steinkante gehen. Ich könnte ihn für Feuerzahn gehen und ihn dann burnen oder flinchen. Und das macht ihm halt super wenig Damage, also Garchomp. Deswegen gehen wir hier für die Steinkante. Die sollte Panzeron killen. Ja, die killt Panzeron nicht mal, okay. Alles klar. Aber er geht immerhin nicht für Ruhrort. Na gut. Ja, nee, Kampf haben wir verloren. Ich schaue jetzt gleich noch, wie es gegen
Garchomp aussieht, aber auch dadurch, dass wir jetzt toxiniert sind, EQ. Ein EQ auf Full. Nee, hätten wir auch nicht getankt. Wenn Durengard den schon nicht überlebt, dann überlebt ihn auch nicht Wolverock. Vielleicht ist er sogar gebandet. Shadow of Tech, das war auch gar nicht so schlecht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall verlieren wir hier 1-0. Ich will nochmal gucken, wie viel die Steinkante auf Garchomp macht. Da sieht man, kann man auch immer so ein bisschen die Power vergleichen von einigen Pokémon. Wie stark sind die denn jetzt? Da kommt Knackerk rein. Wir gehen für die Steinkante. Können, wie gesagt, nicht verfehlen. Und das macht... Ja, der Schaden ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber hier kommt das EQ und Wolverock geht down. Schade. Schade. Wäre ich für Spukball gegen Knacker gegangen, hätte ich, glaube ich, genug Damage gemacht, damit ich jetzt hier Knacker kille. Aber davor hatte ich halt Angst, dass es nicht reicht. Von daher, GG. Ich würde gerne deinen Namen sagen, aber ich kann ihn leider nicht aussprechen, aber trotzdem GG. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Gegner. Bis gleich. So, wir kämpfen als nächstes gegen den Uphawk aus den Vereinigten Staaten. Diesmal ging es natürlich direkt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und hier sehen wir mein interessantes Team. Okay, Alpollo und Pandago haben keine Items, genauso wenig wie Primarena. Ach doch, wie komme ich darauf, dass Pandago... Egal, Alpollo trägt auf jeden Fall kein Item. Okay, mal überlegen. Pampros gefällt mir eigentlich richtig gut. Außer gegen Primarena macht das einen echt guten Job, deswegen würde ich sagen, deal mir damit. Dann brauchen wir was gegen Primarena in der Hinterhand, wie zum Beispiel Zektas. Und zu guter Letzt nehmen wir noch Kokowai oder Durengard mit. Durengard übernimmt halt richtig viel in seinem Team. Es gewinnt halt gegen Mack, denke ich. Ja, sollte es. Es gewinnt gegen Metagross. Es gewinnt gegen Raichu. Es gewinnt gegen Alpollo. Und gegen Pandago gewinnt es, glaube ich, auch. Durch den Schwächenschutz. Dadurch, dass er uns nicht one-hitten kann. Und gegen Primarena. So viel Damage bekomme ich ja jetzt auch nicht. Deswegen, glaube ich, nehme ich Durengard noch als Hinterhand-Pokémon mit. Wir sehen leider wieder keinen Kokobai. Oder spiele ich Kokobai? Ja, komm, wir nehmen Kokobai. Kokobai macht auch einen guten Job gegen vieles. Von daher machen wir das einfach mal. Schauen wir mal, wie wir uns da gegen Uphawk behaupten können. Ob das funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Er darf halt einfach nur nicht mit Primarena dienen, dann ist alles egal. Und jetzt die der mit Primarena, ich sehe schon kommen. Und der dient mit Metagross, perfekt. Das ist sehr gut für uns. Und hier kommt Pampros. Ich denke nicht, dass er Magnetflug spielt. Von daher können wir hier safe fürs Erdbeben gehen. Wir haben eine geile Fähigkeit. Falls ihr nicht kennt, das ist Zähigkeit. Also die Fähigkeit heißt Zähigkeit. Und dadurch, immer wenn wir von egal irgendwas angegriffen, Eisenabwehr, okay. Ja, ist okay. Keine Recovery. Sieht sehr cool aus, by the way. Wir können eventuell die Leftovers haben, aber das war's dann auch. Und die Q wird halt trotzdem, da kann er sich halt nicht gegenheilen. Boom. Das sind über 50%, das gefällt mir. Und wir gehen nochmal für EQ. Falls ich hier jetzt entscheide, nochmal für Eisenabwehr zu gehen, dann kommt es genau auf selbe hinaus. Ja, er geht jetzt nämlich für Hammerarm und der geht an den... Es tut mir leid, aber dafür kann ich nichts. Ich wurde auch schon hart weggehext, aber damit geht Metagross auf jeden Fall down. Und ja, Eisenabwehr hat ihm einfach nichts gebracht. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir den Hit von Primarena tanken können, deswegen gegen Primarena würde ich rauswechseln auf Tektas. Weil Tektas kann es am besten... Okay, Pandago. Hat er Primarena nicht mit... Kann ich mir vorstellen. Überbrückung aktiviert sich. Überbrückt er Zähigkeit? Weiß nicht. Aber Pampros hat ja eine geile Coverage, die ich euch nun zeigen werde. Ich glaube, er müsste schneller sein als hier. Yep, er ist schneller. Geht für Fußtritt. Das ist okay. Und senkt eine Initiative. Das ist auch egal. Und wir gehen... Also Zähigkeit aktiviert sich noch. Das ist nice. Unsere Verteidigung steigt. Aber wir haben hier den Nahkampf. Und jetzt, ja okay, Pandago geht down und unsere Verteidigung ist damit wieder auf 0. Und unsere Spezialverteidigung auf minus 1, aber das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass unsere Verteidigung jetzt wieder auf 0 ist. So, durch die Überreste bekommen wir wieder ein bisschen Recovery. Das heißt, der Fuß... Pampros ist nice, Pampros ist richtig nice. Und ich denke nicht, dass der Primarena mit hat, sonst wäre er, glaube ich, eben schon reingegangen.
Yep, Slimog ist sein letztes Pokémon. Slimog kann uns nicht one-hitten, das heißt, es wird ein Pampross-Sweep. Sehr, 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 sehr cool. Die Leute hier müssen sich ein bisschen stärker auf Pokémon... Ja, okay, hat aufgeben. Ein bisschen stärker auf Pokémon fokussieren. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann hier von dem Part. Das heißt, wir stehen jetzt mit dem Team 3-1. Das ist okay. Der dritte Kampf war ja leider ein bisschen unlucky. Aber okay. Gut, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.